das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay. Guten Abend. Immer wieder wird von Politikerinnen und Politikern betont, dass Corona nicht ohne das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen zu besiegen sei. Zu Hause bleiben, Abstand halten und jetzt auch testen. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen ab Montag mindestens einmal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest machen lassen können. Einen, der von geschultem Personal durchgeführt wird. Doch das politische Hickhack, wie das praktisch umgesetzt wird, lässt manche bereits befürchten, dass es nicht gut genug funktionieren wird. Und so gehören seit heute Aldi, Lidl und Co. zu den Hoffnungsträgern. Sie bieten Schnelltests wie diese an, die relativ einfach zu handhaben sind und offensichtlich sehnsüchtig erwartet wurden. Rupert Wiederwald zeigt, wie es geht. Es ist ein simpler Einkauf. Ich hätte gern so einen Schnelltest, bitte. Sehr gern. Der Schnelltest aus dem Supermarkt zum selber testen. Bisher musste ich dafür ins Testzentrum und pro Test etwa 30 Euro bezahlen. Jetzt gibt es für weniger eine Packung für die ganze Familie. Das hier ist er also, der Schnelltest zum Selbertesten vom Discounter. 5 Stück für 25 Euro. Das ist nicht gerade billig, aber immer noch billiger als das, was man bislang im Testzentrum bezahlen musste. Samstagmorgen um 7 startet Deutschlands größter Discounter deutschlandweit den Verkauf der Corona-Selbsttests. Und wie hier in Gelsenkirchen sind schon früh erste Kunden da. Denn der Test ist für viele ein großes Versprechen. Um meine Enkelkinder zu besuchen, damit man da auf der sicheren Seite ist. Ich habe ein Gewerbe laufen. Und dafür bräuchte ich halt auch ein paar Tests. Man möchte jetzt auch nicht weitergeben, gerade in der Familie nicht. Einfach soll der Test sein und das probiere ich mit meiner 7-jährigen Tochter einmal aus. 2,5 Zentimeter rein in die Nase. Den Stab muss man pro Nasenloch 5-mal drehen. Der Stab kommt dann in ein Röhrchen mit Flüssigkeit und die wird dann auf den eigentlichen Teststreifen getropft. Scheint wirklich sehr einfach zu sein. Und jetzt bin ich dran. Das kitzelt tatsächlich ein bisschen, aber ist bei weitem nicht so schlimm, wie wenn man das im Testzentrum macht. Und jetzt müssen wir 15 Minuten warten. Einfach sind die Tests also. Aber wie zuverlässig ist ein Test, der im Supermarkt zwischen Sonderangeboten, Tiefkühlpizza und Waschmittel feilgeboten wird? Der Leiter des Virologielabors der Uniklinik Düsseldorf jedenfalls hat kein Problem mit solchen Selbsttestsets. Ganz im Gegenteil. Diese Teste sind weniger empfindlich als diese hochwertigen PCRs, die wir ja machen. Sie haben aber einen unschlagbaren Vorteil. Sie sind sehr schnell durchzuführen und man braucht dafür kein Labor. Das heißt, man kann den Zeitpunkt sehr kurz vor das eigentliche Ereignis legen. Das heißt, ich kann mich jetzt testen und dann anschließend zum Beispiel ein Seniorenheim betreten. Das ist ihr Vorteil und deswegen denke ich, wir werden davon profitieren, wenn die großflächig in der Bevölkerung angewandt werden. Inzwischen sind die 15 Minuten um. Unser Ergebnis ist da. Nur ein Strich auf dem Teststreifen. Laut Anleitung eine gute Nachricht. Negativ. Das heißt, wir haben kein Corona? Ja. Okay, also der Test sagt uns schon mal, wir beide haben kein Corona. Wochenende kann beginnen. Yay. Yeah. Um genau zu sein, sagt der Test uns nur, gerade jetzt sind wir nicht ansteckend. Doch auch das ist mehr, als wir ohne Selbsttest wissen würden. Seit mehr als 100 Jahren gibt es den Weltfrauentag. Und allein, dass dem bis heute so ist, zeigt, dass die Frau auch im 21. Jahrhundert in vielerlei Hinsicht eben nicht gleichberechtigt ist. Im Gegenteil. Die Pandemie hat das Ungleichgewicht sogar noch mal verstärkt. Entsprechend deutliche Worte fand die Kanzlerin heute vor dem Weltfrauentag am Montag. Es kann nicht sein, dass Frauen unsere Gesellschaften maßgeblich tragen und gleichzeitig nicht gleichberechtigt an wichtigen Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft beteiligt sind. Ja, die Gesellschaft, das sind wir, Sie und ich, junge, alte, Männer, Frauen, divers. Und mancherorts klappt das sogar schon mit der Gleichberechtigung. Mittendrin in Deutschland, zum Beispiel in Lommatzsch in Sachsen. Allerdings finden wir auch dort ein Extrem, denn dort haben nicht auch Frauen das Sagen, sondern nur Frauen, berichten Kirstin Großhauser und Carsten Diekmann.
Lommatzsch mitten in Sachsen. 4.800 Männer und Frauen leben hier. Das Rathaus allerdings ist fest in Frauenhand. Seit 2005 ist Anita Maas hier Bürgermeisterin, derzeit in ihrer dritten Amtszeit. Dass in ihrem Team nur Frauen sind, habe sich über die Jahre so ergeben. Die Frauen waren einfach besser qualifiziert als ihre männlichen Mitbewerber. Ihre weibliche Arbeitsweise beschreibt Anita Maas so. Mir war es immer ganz wichtig, dass man transparente Entscheidungen trifft und dass es diese Kungelrunden eben gerade nicht gibt. Und vor allen Dingen ist es auch ein wesentlicher Punkt für Frauen. Ich möchte kein Zeitfresser sein. Also unsere Stadtratssitzungen sind in der Regel knapp, aber konstruktiv. Die Chefin für IT im Rathaus ist ebenfalls eine Frau, Susanne Kuhlmann. Sie kümmert sich aber auch um Kunst und Kultur, wie etwa den Ehrenbürger von Lommatzsch, Schauspieler Terence Hill, der hier seine familiären Wurzeln hat. Teil eines Frauenteams zu sein, hat auch Vorteile, findet sie. Ich glaube, Frauen verstehen sich schon einfach, auch wenn sie zickig manchmal zueinander sein können, verstehen sie sich aber im meisten Teil eigentlich blind, weil jeder eine Familie hat und Kinder hat und viele einfach wissen, was es bedeutet, eine Doppelbelastung zu haben, gerade jetzt auch in diesen Corona-Zeiten noch mit Homeschooling und die Kinder zu Hause betreuen. Und ja, also ich glaube, da kann jeder so mit der anderen mitfühlen. Die einzigen Männer, die für die Stadtverwaltung arbeiten, sind der Hausmeister und die Mitarbeiter vom Bauhof. Für sie ist die Frauendominanz im Rathaus kein Problem. Ich sage mal unsere Bürgermeisterin, was kann uns Besseres passieren? Sie hat uns praktisch rausgeführt aus dem Dilemma. Und alles gut. Das Dilemma meint die Schulden früherer Jahre. Die Herrin der Zahlen in Lommatzsch ist seit ein paar Monaten Silke Herzog. Dabei hatte der Stadtrat gefordert, die Gender-Ungerechtigkeit in der Verwaltung auszugleichen und einen Mann einzustellen. Doch Silke Herzog setzte sich durch. Ich denke, wir sind hier alle sehr starke Persönlichkeiten. Und jeder ist aber trotzdem er selbst. Ne? Also sich zu verstellen ist immer ungünstig. Finanzen, IT, Stadtplanung. In Lommatzsch liegt all das in den Händen der Frauen. Es ist ein historischer Besuch. Noch nie war bisher ein katholisches Kirchenoberhaupt in den Irak gereist. Gestern nun ist Papst Franziskus dort angekommen, wo einst Mesopotamien lag. Jenes religionsgeschichtlich so wichtige Zweistromland, aus dem auch der christliche Stammvater Abraham kam. Aus der Stadt Ur nämlich, die Franziskus heute besucht hat. Hier hob er die gemeinsamen Wurzeln von Juden, Christen und Muslimen hervor, um anschließend eine Botschaft des Friedens auszusenden. Dass Abraham zugleich auch als Patriarch des Judentums und des Islam gilt, hat die drei Weltreligionen selten geeint. Auch nicht im Norden des Irak, in dem Franziskus morgen ankommt. Noch Anfang der 2000er Jahre lebten gut 1,5 Millionen Christen in der Region um Erbil, Mosul und Karakosch. Heute sind es etwa 250.000. Ein Erbe radikaler Islamisten. Und doch kommt der Papst, um zu versöhnen. Alexander Stenzel. In Karakosch, der größten christlichen Gemeinde im Irak, sind sie euphorisch. Der Papst kommt morgen zu Besuch. Es soll ein Fest der Freude werden. Bis zur letzten Minute reparieren die Bürger der Stadt rund um die Kirche Al-Tahira al-Kubra, was der IS zerstört hat. Auch Muslime helfen mit. Hier funktioniert das Zusammenleben der Religionen wieder. 50.000 Christen zählte einst Karakosch, jetzt sind es nur noch 23.000. Schreiner Wissam Habib ist einer von ihnen. Er war 2014 geflohen, ist aber inzwischen wieder zurückgekehrt. Die Situation hier ist gut, weil uns Hilfsorganisationen unterstützt haben, um die Häuser wieder aufzubauen. Aber in Mosul, da hilft keiner. Die Zerstörungen hier in Mosul sind noch immer massiv. Nach Mosul sind kaum Christen zurückgekehrt. Die Stadt war einst das Zentrum des IS. Von hier aus wollte die Terrororganisation das Christentum auslöschen. An dieser Kirchenwand steht noch immer, die islamische Eroberung Roms kommt als nächstes. Auch hierhin will Franziskus morgen reisen. Der Christ Rovan Rufael ist 2014 von Mosul nach Erbil geflohen. Eine Rückkehr nach Mosul kann er sich nicht vorstellen. Denn damals hätten sich dort keine Muslime für seine christliche Familie eingesetzt. Wir können nicht zurück nach Mosul. Wir haben kein Vertrauen mehr in unsere Nachbarn.
und auch nicht mehr in unsere Freunde. Nicht nur unser Haus wurde zerstört. Im Irak fühlt er sich nicht mehr sicher. Er will mit seiner Familie nach Europa auswandern, wie so viele. Den Gemeinden droht ein weiterer Exodus. Zumindest in Karakosch konnte das christliche Leben wiederbelebt werden, weil Christen wie Schreiner Wissam ihre Heimat nicht aufgeben wollten. Wir hoffen, dass die, die ausgewandert sind, dass sie zurückkehren in ihre Häuser, in ihre Gegend. Vom Besuch des Papstes erhoffen sich die Christen nun mehr Aufmerksamkeit für ihre schwierige Lage und einen wichtigen Schritt hin zur Aussöhnung der Religionen. Zurück nach Deutschland. Bundestagspräsident Schäuble sorgt sich, dass wegen der Pandemie kleine Parteien bei Wahlen benachteiligt werden könnten und schlägt vor, das Wahlrecht entsprechend anzupassen. Mehr dazu jetzt von Konstantin Schreiber. Schäuble machte in der Süddeutschen Zeitung deutlich, dass er ein Problem im Zulassungsverfahren zur Bundestagswahl sieht. Kleinere Parteien müssen Unterschriften von Unterstützern vorlegen, die sie üblicherweise vor allem in Fußgängerzonen sammeln. Das sei in der Pandemie schwierig. Schäuble sagte, er werde den Fraktionen empfehlen, das Wahlrecht zu ändern. Zum Beispiel könne die Zahl der nötigen Unterschriften gesenkt werden. In Leipzig haben hunderte Menschen mit Autokorsos gegen die Corona-Politik protestiert. Die Polizei zählte rund 350 Fahrzeuge. Angemeldet waren etwa dreimal so viele. Etwa 1000 Menschen nahmen an einer Gegenveranstaltung teil. Sie kamen mit zwei Rädern zu einer Kundgebung im Zentrum von Leipzig. Der Mars-Rover Perseverance hat seine erste Testfahrt auf dem roten Planeten unternommen. Wie jetzt veröffentlichte Bilder der NASA zeigen, legte das Fahrzeug vorgestern eine Strecke von 6,5 Metern zurück und brauchte dafür 33 Minuten. Die erste Fahrt sei ein riesiger Meilenstein für die Mission, hieß es. Bald sollen längere Touren folgen, um Gesteinsproben zu sammeln und nach Spuren von früherem Leben zu suchen. Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga lag heute ein Wechsel an der Tabellenspitze bereits in der Luft, Ocker Gundel. Ja, und hat sich dann aber auch ganz schnell wieder in Luft aufgelöst. Nachdem Leipzig am Nachmittag vorgelegt hatte, waren die Bayern am Abend in Zugzwang zu Hause gegen Dortmund und lagen tatsächlich früh mit 0:2 zurück. Aber die Bayern sind eben die Bayern und drehten die Partie noch. Endstand 4:2. Bayern also bleibt oben. Aber der Blick auf Leipzig und die Art und Weise, wie die Sachsen in Freiburg gewannen, macht Hoffnung, dass auch die letzten Spieltage spannend bleiben. Die Serie von Julian Nagelsmann geht weiter. Der dritte Auswärtssieg und zum dritten Mal 3:0. Schöne Gegend hier. Schon gesagt, wenn man hier ins Stadion geht, das war jetzt, glaube ich, das letzte Spiel für uns hier. Hat man einen wunderschönen Blick auf die Berge und dann ja, kann man gern mit Rekorden wieder nach Hause. Das ist ein schönes Gefühl. Die Gäste aus Leipzig in Lila von Beginn an druckvoll und mit typisch aggressivem Pressing im Mittelfeld. So entstand auch das 0:1 in der 41. Minute. Vorlage Paulsen, Tor Nkunku. Nach einem ungenauen Pass von Freiburgs Keeper Florian Müller eroberte der bärenstarke Kampel den Ball und Yusuf Paulsen legte mit seinem fünften Assist für den Torschützen Christopher Nkunku auf. Es war das sechste Saisontor für den formstarken Franzosen. In der zweiten Halbzeit hielt Leipzig den Druck aufrecht und nutzte Freiburger Fehler im Spielaufbau konsequent. Der Norweger Sørloth traf in der 64. zum 0:2. Den Schlusspunkt zum 0:3 setzte dann der eingewechselte Emil Forsberg in der 79. Minute nach schöner Vorbereitung von Sørloth hochverdient. Die Mannschaft hat es echt toll gemacht von Anfang an und dann auch noch in der zweiten Halbzeit, wie wir dann nochmal nachgesetzt haben. Ja, das ist beeindruckend. Das zeigt aber auch die letzten Wochen, wie wir spielen. Steckt unheimlich viel Herz und Leidenschaft in dieser Mannschaft. Leipzig feierte mit einer erneut überzeugenden Leistung jetzt schon den 6. Sieg in Folge. Und davon können Gladbach und Leverkusen nur träumen. Beide Clubs stecken in einer Krise, aus der sich Bayern mit dem 1:0-Sieg heute ein wenig befreit hat. Gladbach dagegen sackt weiter ab. So weit sogar, dass die Plätze für den internationalen Wettbewerb außer Sichtweite geraten. Woran liegt's? Viele meinen am Trainer. Seit Marco Rose seinen Wechsel zu Borussia Dortmund bekannt gegeben hat, wirkt Gladbach wie betäubt, ohnmächtig. Nichts geht mehr.
Marco Rose scheint für Mönchengladbach immer mehr zum Problem zu werden. Seit er seinen Wechsel verkündet hat, gewinnt sein Team nicht mehr. Langsam verzweifelt man am Niederrhein. Im Umfeld passieren gerade ein paar Sachen drumherum. Das bedeutet, das wird jetzt dann sicher auch nicht ruhiger. Ich ändere meine Meinung heute nicht. Warum soll ich sie ändern nach einem verlorenen Spiel? Ich habe eine Mannschaft gesehen, die alles versucht hat. Wir sind nicht auseinandergeflogen, wir haben alles gegeben. Deswegen sehe ich da keinen Grund, jetzt meine Meinung zu ändern. In einem Spiel zweier kriselnder Europacup-Anwärter wird deutlich, dass es um viel geht. Leverkusen hat die beste Chance der ersten Halbzeit durch Moussa Diaby. 0-0 zur Pause. Auch in der zweiten Halbzeit merkt man beiden Mannschaften an, wie wichtig dieses Match im Kampf um die letzte Champions-League-Chance ist. Die Leverkusener aber besser. Diabys Schuss kann Jan Sommer noch verhindern, den von Patrick Schick dann nicht mehr. Das 0-1 in der 76. Minute geht okay, weil von Gladbach insgesamt ein Stückchen weniger kommt. In der Schlussphase wirft Roses Mannschaft dann nochmal alles nach vorne. Den Schuss von Matthias Ginter aber pariert Grill. 0-1 der Endstand. Leverkusen beendet seine Krise. Mönchengladbach verliert schon wieder und versinkt mit seinem scheidenden Trainer Marco Rose frustriert im Mittelmaß. Und wir schauen auf die weiteren Ergebnisse. Hertha schlägt Augsburg 2-1. Gleiches Ergebnis beim Spiel Hoffenheim gegen Wolfsburg. 1-1 zwischen Frankfurt und Stuttgart. Gestern trennten sich Schalke und Mainz 0-0. Morgen noch zwei Partien. Köln spielt gegen Werder. Und Bielefeld empfängt Union Berlin. Der Blick auf die Tabelle. Spitzenreiter also bleibt Bayern, 2 Punkte vor Leipzig. Es folgen Wolfsburg und Frankfurt auf Platz 5. Leverkusen, dann Dortmund. Gladbach rutscht runter auf Platz 10. Mainz jetzt auf dem Relegationsplatz. Dahinter Bielefeld, allerdings mit 2 Spielen weniger. Schlusslicht bleibt Schalke. Zum Wintersport und der nordischen Ski-WM in Oberstdorf. Da gab es am vorletzten Tag noch mal Medaillen für die Gastgeber aus Deutschland. Im Teamsprint der nordischen Kombinierer holten Erik Frenzel und Fabian Riesle Bronze. Noch besser lief es für die deutschen Skispringer von der Großschanze. Ein emotionaler WM-Abschluss für Geiger, ein goldener für das ganze Team. Die Kollegen Paschke, Freund und Eisenbichler hatten vorgelegt. Als Schlussspringer bewies Karl Geiger wieder gute Nerven, zeigte saubere Technik. 136 Meter und reichlich Punkte. Die Titelverteidigung war perfekt. Österreich und Polen kamen da nicht mehr heran. Geiger, 4 WM-Starts, 4 Medaillen. Und heute 4 glückliche Skispringer. Wir haben einen brutal guten Job gemacht. Also ich glaube, da ist jeder hat nochmal richtig geliefert. Und ja, mein Wettkampf heute, das war nochmal besser als gestern. Also das war unglaublich geil. Die Heim-WM in Oberstdorf, leider ohne Zuschauer, trotzdem spannend und schön. Ja, fast so wie beim Lotto. Spannend ist es immer für alle und schön nur für Einzelne. Wer hat heute gewonnen? Hier sind die Lottozahlen. Sie lauten 1, 3, 7, 29, 33, 35. Die Superzahl ist die 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und wir haben noch den Blick aufs Wetter. Da war der Winter mancherorts noch mal zu Besuch. Donald Becker, ja. Bleibt der auch? Zumindest die Nächte bleiben noch kalt, Pina, aber das Schlimmste zieht im Osten vorbei. Das können wir uns auf dem Strömungsfilm anschauen. Hier dreht sich nämlich ein Tiefdruckgebiet und das saugt die kalte Luft noch mal weit in Richtung Süden, in Richtung Schwarzes Meer. Wäre das bei uns passiert, hätte das wirklich den Winter noch mal verstärken können. Bei uns aber geht die Strömung dann eher zur Wochenmitte auf westliche Richtung und auch der Wind nimmt zu. Also ab Donnerstag wird es dann auch stürmisch. Heute Nacht war noch ruhig im Norden und im Osten. Diese tief hängenden Wolken immer noch mit gelegentlich leichtem Regen oder Schneeregen. Ansonsten sternenklar, ganz im Süden auch ein paar dichte Wolken, aus denen es dann auch bis morgen Nachmittag gelegentlich etwas tröpfeln kann. Dafür wird dann zum Abend von der Ostsee her der Regen stärker, kommt langsam in Richtung Süden voran und geht auch langsam in Schnee über. Die Temperaturen heute Nacht in den sternenklaren Gebieten nochmals -3 bis -8 Grad, in den Hochtälern noch kälter. Nur unter den dichten Wolken im Norden bleibt es auch frostfrei. Die höchsten Temperaturen morgen dort, wo die Sonne es schwer hat, 4 bis 6 Grad, sonst 7 bis höchstens 12 Grad hier im äußersten Südwesten im Breisgau. Und jetzt schauen wir auf die nächsten Tage. Montag und auch Dienstag relativ ähnlich. Von der Nordsee bis in die Mitte und bis nach Sachsen dichte Wolken mit etwas Regen und Schneeregen. Ansonsten aber trocken und recht sonnig im Südwesten bis zu 11 Grad. Die Nächte bleiben aber vorerst noch frostig, Pina. Dankeschön, Donald Becker.
Und das war's von uns. Vor uns die Maus, nach uns die Maus. Denn auch im Wort zum Sonntag spielt die eine Rolle bei der Frage, wem gehört eigentlich der Sonntagmorgen, Maus oder Kirche? Nun denn, beim Sonntagabend ist die Frage geklärt. Tatort, Anne Will. Und danach sehen wir uns wieder, Tagesthemen morgen ab 22.45 Uhr. Gute Nacht.